Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute zusammen mit Kelly aka Mrs. Harry Potter ist der beste Film und Buch. Wer kennt sie nicht? Die Kelly aka Mrs. Harry Potter ist der beste Film und Buch. Wir spielen heute ein Harry Potter Quiz. Ich bin im Gryffindor Quidditch Pullover. Kelly hat den Gryffindor Schal am Start. Und ich habe letztens bei Sturmi ein Video gesehen. Das verlinke ich euch auch einfach mal. Aber unter dem Video, was ich gerade mit Kelly aufgenommen habe, das ist nämlich... Perfetto. Auch ein Quiz, genau. Da haben die beiden Butterbier gemacht und ich dachte, okay, Kelly ist ja eigentlich voll der Potterhead. Die hat ein Harry Potter Tattoo, die hat einen Harry Potter Schal, die hat Harry Potter Zauberstäbe und ich habe alle Harry Potter Bücher, alle Filme. Ich sag auch. Sogar Felix Felices. Stimmt. Den könnte ich eigentlich kennen, dann wäre ich perfekt sein. Verdammt. Deshalb habe ich mir gedacht, ich muss mich mit Kelly messen. Ich muss gegen Kelly ein Quiz machen. Und das machen wir keine heute. Chance, das ist kein Spaß, Leute. Wir sind jetzt gerade so auf fröhlich und so, aber... Das ist absoluter Ernst, ja. Tot ernst. Battle Mode ist on. Okay, ich würde sagen, zum Warmmachen machen wir erstmal zusammen eine Runde. Ja. Vom Harry Potter Quiz. Hier auf der Seite von Carlsen haben wir eins gefunden. Mhm. Harry Potter Quiz. Ja. Wie nennen Todesser Zauberer mit Muggelvorfahren? Halbblüter. Nicht Schlammblüter. Schlammblüter. Bei allem Squibs, Halbblüter, Schlammblüter, Muggelgöre. Ja. Muggel. Gibt's bestimmt auch. Okay. Und weiter. Richtig. Yay. Welches Passwort für den Gryffindor-Turm hat es nie gegeben? Oh. Capital Kun ist safe. Das ist mein WLAN-Passwort übrigens. Mein WLAN heißt Gryffindor. Dann heißt es Lestrange. Voll cool. Oh Mann, Aerys ist ein Freaks. Animus et Fortitudo. Das heißt Seele und Schwert. Bartvogel. Es könnte aber Boah, sein. Das ist schon ne? schwierig. Metzgerstein. Ich glaube das hier, ehrlich gesagt. Das klingt so random, so ausgedacht. Was ist denn ein Metzgerstein? Aber gerade weil gerade das deshalb, weiß, ne? ja. Okay, nimm mal das Lateinische. Okay. Die wollten Richtig. Uns verwirren. Richtig, ja. Okay. Wo arbeitet Mafalda Hopfkirch? In der Erkrankung für Missbrauch von Muggelartefakten, internationale magische Zusammenarbeit und Fugezauberei, Mysteriumsabteilung. Ich weiß es. Mafalda Hopfkirch? Und Fugezauberei, als Harry den, wie heißt der nochmal, diese Kreischer, diese Briefe, die so ja, abgehen. Stimmt, dann sagt der er, hochachtungsvoll Mafalda Hopfkirch. Ja, stimmt. Genau, wow. Mhm. Was brauen Harry, Hermine und Ron im Klo der Mollmütter? Ist ja voll einfach. Okay. Leute. Wer kann Testrale sehen? Alle, die den Tod gesehen haben. Okay. Ja. Auf einmal sind wir haben gerade eine Proberunde gemacht. Die waren so schwer, als ob 10 Fragen nur. Ah. Was tut Harry im vierten Band, als er die Wähler sieht? Er klettert auf die Brüste und wird springen, er fällt um, er geht runter auf das Spielfeld, er holt sich Autogramme. Das sind ja diese wunderschönen Frauen, ne? Die für jeden unterschiedlich aussehen. Er Boah, fällt um, das kann gut sein. Autogramme safe nicht? Nein. Ich weiß nur, dass Stan Shumpike da so irgendwie so eine Story erfindet. Der sagt dann so, ich arbeite in da und da und verdiene mega viel. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an diese... Das war ja auch nur ein Buch, ne? Ja. Boah, das ist schon schwer. Er klettert auf die Brüstung und will springen? Also ich glaube, die sehen die so. Ich glaube, die sehen die aber am Waldrand. Warte mal ganz kurz. Nee, ich kann mich doch nicht erinnern. Also entweder er wird springen oder er fällt um. Ich glaube, er fällt um. Der, ganz ehrlich, der ist so ein Ohnmachtstyp, ja, okay. Der Harry. Ich glaube es nicht. Echt? Nee, es war... Scheiße. Er klettert auf die Brüstung und wird springen. Auf was für eine Brüstung? Na, von dem Quidditch-Stadion. Die kommen doch am Ende des Spiels, kommen die doch aufs Spielfeld. Ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Die Iren haben ja die Kobolde. Ja. Und ich glaube, die Bulgaren haben diese Velas dabei. Boah, aber das war schon mal, ordentlich. Die Fragen sind echt schwer. Ja. Leute, das waren gerade schwere Fragen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, das aber jetzt. Ja. Dead Nation. Krankgang. Oh Krankillers. Ey, Krankgang, bereitet euch vor. Jetzt geht's richtig los. Wir haben nämlich ein besonders schweres Quiz gefunden, das wir jetzt gegeneinander spielen wollen. Das ultimative Harry Potter Quiz. Cool. In Klammern, sehr schwer. Kelly, das machen wir jetzt nicht auf Zeit. Man darf überlegen, wie man will. Okay. Es sind 13 Fragen. Ja, auch die gleichen Fragen jetzt, die wir beantworten. Ja, wir haben beide die gleichen Fragen. Deshalb ist es ein echter Showdown. Jetzt wird's richtig spannend. Boah, ich hab so Angst, gegen dich zu verlieren. Ne? Ohne Scheiß. Guck nicht so. Das ist so mein ganzes... Das ist mein ganzes Leben, das war gerade. Ja. Okay. Challenge-Einsatz. Wenn ich gewinne, musst du dir den Harry Potter-Titel weglasern lassen. Oh mein Gott! Was? Okay. Niemals! Alles klar, dann will ich sagen, nehmen wir los. Wo findet Harry im ersten Buch in seinem Schrank ein paar Socken zum Anziehen? Das ist eine Frage. Auf einem Karton, unter dem Bett, im Regal. Er hat doch schon welche an. Boah! Auf was für eine Ebene die gehen, Oha. Oder? Das ist so
safe nur so ein Nebensatz im ersten Buch. Ohne Spaß. Aber bestimmt ganz am Anfang, deswegen shame on us. Zweitens, was findet Harry im zweiten Buch im Handschuhfach des Fort Anglia? Das weiß ich sogar. Ich habe meine Antwort getätigt. Scheiße, Mann, das ist mega schwer. Das sind so Details, die sind super unwichtig für mich, was der da jetzt findet. Das hat doch nichts mit dem Verlauf der Story zu tun. Ich reg mich jetzt schon. Was macht Onkel Vernon, nachdem Harry von seinem Traum von einem fliegenden Motorrad erzählt? Kelly ist gerade ein bisschen hell. Oh mein Gott, die Sonne blendet mich so sehr. Ich finde das so geil, wie wir beide so da sitzen. Ne? Das Ding ist, ich habe, kennst du diese illustrierten Bücher, die jetzt so relativ neu sind? Ja, davon habe ich mir die ersten drei Teile gekauft. Oha. Und habe auch den ersten Teil wieder angefangen zu lesen. Und da kam das vor. Sind da nur Bilder drin oder kann man da auch lesen? Und da nee, das ist originaler Text und die Charaktere sind so gezeichnet, wie sie beschrieben werden. Geil. Das ist mega geil. Ist also ja Hermine so mit... Nein. Hermine so mit Schneid, mit den großen Schneidezähnen. Geil, ich will das auch. Das ist mega was geil. Was hast du gekauft? In der Meierschen. 3 Bücher für 90 €. Geil, ich will's auch. Was macht Onkel Vernon, nachdem Harry von seinem Traum von einem fliegenden Motorrad erzählt? Ganz kurz, wusstest du, dass es eine Verschwörungstheorie gibt, dass weil Harry ein Horcrux ist, dass die Dursleys deswegen so böse waren? Weil um einen Horcrux rum wird man ja immer so... Damn! Sheesh, that Harry Potter random wissen. Aber ja, gut, Verschwörung, okay, aber man, im ersten Teil ja, wird man ja kurz durch den Tagesablauf von Onkel Vernon mitgenommen. Der ist ja einfach ein mega Arsch. Ist er auch. Ja. Ach, vielleicht ist er nur, weil er jahrelang, 11 Jahre mit einem Horcrux zusammen ist. Nee, aber am ersten Tag, wo Harry noch nicht da war, wird ja schon sein Tagesablauf beschrieben. Da rastet er schon auf und so. Wie viel Sickel ist eine Galeone wert? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sicherlich nicht irgendwie sowas, was Langweiliges gerade. Ja, glaube ich auch nicht. Ich habe mich festgelegt, du auch? Ja. Das ist so spannend, ich kann die Spannung nicht aushalten. Durch was will Alistair Moody die Gruppe im 5. Buch steuern bei der Reise zum Grimmauld Platz Nummer 12? Boah. Alistair Moody fliegt doch gar nicht mit, diese verwöhnten Antworten. Durch was will Alistair Moody die Gruppe im 5. Buch steuern? Das ist doch der... Der Teil, wo die nachts ins Zimmer gekommen, ne? Von genau, die holen den ab. Weil Tonks ist zum ersten Mal dabei, glaube ich, ne? Ja, der Orden des Phönix wird ja dann das erste Mal so. Hier, wir sind im Grimmauld Platz Nummer 12. Ich habe jetzt einfach mal eine Antwort. Ja, okay. Ich glaube, mich erinnern zu können. Okay, alles klar. Nächste Frage. Unter was leidet Harry nach einem Unterricht bei Mad-Eye Moody im 4. Buch? Schneckenspucken, Dauerkichern, Nasenbluten oder Ohrenzucken? Was? Ich glaube, ich muss die Bücher wieder lesen. Okay, ich habe mich entschieden. Wie viel Zeit haben die 4 Champions aus dem 4. Buch bei der 2. Aufgabe, um diese zu lösen? Ja, ich glaub, okay, ich weiß es, ja. Okay, achtens. Welcher Name steht in dem Zaubertränkebuch, welches sich Harry im 6. Buch von Ron ausleiht, um es Snape zu zeigen? Was? Runald Waschler. Ist das euer Ernst? Also ich glaube, ich weiß es. Glaube ich auch. Was für Süßigkeiten hat Romilda Vane im 6. Buch mit Liebestrank gefüllt, um Harry rumzukriegen? Kaffeekuchen, Schokofrösche, Bertie Bott's Bohnen oder Schokokessel? Agari. Agari, Typ. Das war einfach. Wo hält Professor Lupin seinen Unterricht zum Thema Irrwichte im 3. Buch? Im Lehrerzimmer, in der großen Halle, auf dem Quidditch-Feld, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Klassenraum. Leute, wir haben ein bisschen an der Kamera rumgespielt und hoffen, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Ja, dann finden wir mal die Antwort. Wo hält Professor Lupin seinen Unterricht im Thema Irrwichte? Ich habe jetzt einfach was genommen, was ich glaube, was richtig ist. Wie viele Knuts soll Harry laut Hagrid der Eule für den Tagespropheten im 1. Buch geben? Alter, ist eine richtige Ratefrage, oder weißt du es? Nein. Um wie viel Uhr fährt der Hogwarts Express in King's Cross los? Letzte Frage vor der Auswertung. Was baumelt an der Tür von dem Haus von Forlost Gaunt im 6. Buch? Okay, ich weiß es. Was? Echt? Also ich glaube es zu wissen. An der Tür. Bist du ready für die Auswertung? Ich bin ready. Ich stehe schon bei mir, wer als erstes sagen muss. Okay. Scheiße! Du musst als erstes sagen. Okay. Das gibt die Note annehmbar. Oh. Sie haben 9 von 13 richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben die Nutzer 8,47 richtige Antworten. Oh mein Gott! Weil das nur so Nerds macht. Okay, und? Schauen wir, du hattest 9 richtige. Ich hatte nur 6 richtig. Das gibt die Note schrecklich mies. Du musst die Bücher wohl noch einmal lesen. Beim nächsten Mal wird es vielleicht besser. Oh nein. Aber
Aber jetzt wissen wir gar nicht, was so richtig und was falsch war. Also vielleicht wollt ihr ja mehr sehen. Kelly hat mich besiegt. Ich hatte aber auch die ganze Zeit so die Vorahnung, dass du mich besiegen würdest. Das Ding ist, es war kompletter Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wusste eigentlich gar nichts davon. Ja, die waren schon schwer. Erahnt. Ein paar Sachen wusste ich schon. Okay, Leute, dann machen wir jetzt noch ein cooles Thumbnail mit den Zauberstäben. Sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao.